So, willkommen zurück hier bei Banjo-Tooie Part Nummer 9. Ja, wir befinden uns immer noch hinten. Fail. In Wumbas Wigwam und ich bin vom Stuhl gefallen. Ich wollte eigentlich mich überhaupt nicht mehr in dieses in den Detonator verwandeln. Nee, wollte ich nicht. Habe ich aber getan und ja, zum Dank waren wir kurzfristig wieder verwandelt. So. Ach komm, Kollege Schnürschuh hier, ich habe gar keine Lust auf dich. So, was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal kurz gucken bei der Fuel Station. Und zwar haben wir da etwas befreit gehabt. Das Ganze parkt jetzt. Hier gibt es, wie gesagt, nicht viel zu sehen, außer ein paar aggressiven Schaufeln. Wer wird sehen? Kommen wir hier nicht weiter? Hier sind wir im Hex-Hex-Park der dritten Welt, ja? Kleiner Ausblick gefällig. Und ihr seht jetzt übrigens keine Burger, keine Pommes. Die Hex-Hex-Park-Betriebsführung bedauert Ihnen mitteilen zu müssen, dass kein Nahrungsmittel das Gelände verlassen darf. Also. Nun gut. Das war viel. Ach, ja, jetzt sind die ja natürlich wieder neu gespawnt hier, ne? Schön nochmal gesprungen. Also ihr seht schon dieses das Feature quasi, dass viele Welten miteinander verbunden sind, wird also nicht nur in diesem Abschnitt, sondern auch in weiteren folgenden Leveln ausführlichste ausgenutzt. Und das ist nur ein Teil davon. So, wie gesagt, da will ich noch nicht hin. Mir ist auch aufgefallen, das eine Puzzleteil mit dem, wo wir die Trennplattform gesehen haben, ne? Also man kann es zwar auch dadurch lösen, dass man im Dunkeln ja immer so Feuereier schießt und dann, ich sag mal, ja, sich rantastet und vortastet, aber das ist natürlich nicht so, wie man es machen soll, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt Cheaten. Und für die Ungeduldigen, man könnte das auch so machen, aber es ist halt wesentlich leichter, wenn man einfach den Generator da einschalten kann. Und dann machen wir das auch so, wie wir es wollen, ja? Hier sieht es so aus, ja, dass wir hier das Dings haben. Mal gucken. Wir werden uns ziemlich platt gemacht. So, jetzt sind wir erst wieder normal. Gehen wir kurzfristig auf die Größe eines, ja, vielleicht die Größe einer Ameise geplättet worden. Und da drin befindet sich halt ein Puzzleteil. Und ja, das wird jetzt nicht ja, zerdrückt, sondern es wird klein gehäckselt. Ja? Klein geschreddert. Ihr seht schon die Schredder arbeiten und so ähnlich hört sich das dann an. Das Problem ist natürlich, ja, da wird das Puzzleteil natürlich auch klein gehäckselt und dementsprechend ist es jetzt nicht komplett, sondern in seine Einzelteile zerlegt und wir müssen erstmal ja, die Einzelteile aufsammeln. Das heißt, warte, da war nichts mehr. Jetzt den Anspieler. Das ist noch nicht ganz komplett, es ist dreigeteilt und jetzt haben wir. Din, din, din. So, das ist das. Wo führte der Weg nochmal lang? Irgendwo sinnvoll?
Nun, ich glaube, hier war vorher auch. Genau, hier war die. Was? Die überfluteten. Ach, okay, jetzt weiß ich, ja. Hier ging es wieder zu den überfluteten Höhlen. Da wollen wir natürlich nicht mehr unbedingt hin. Also vielleicht später nochmal irgendwann, aber nicht. Oh, später müssen wir auch nochmal dahin, aber jetzt nicht. Mein Entry 1, das war die. Das Wasser. Nein, das Wasserdepot. Immer führt es mich wieder zum Wasserdepot. Warum kann ich mir das nicht mal merken, wo die einzelnen Sachen sind? Also Wasserdepot, mein Entry 1, da wollen wir nicht hin. Das haben wir, das haben wir. Und hier waren wir auch schon zu Genüge, nicht wahr? Genau. Oh Mann, wie kann man nur so vergesslich sein? So, das ist Pitboss. Casino. Da müssen wir eine Menge merken. Aber irgendwie mehr. Sowas merke ich mir nicht. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Aber hier vorne waren wir noch nicht, ne? Ne. Jiha! Und tot. Hier müssen wir rein. Hier ist auch wieder ja, die Suppe ordentlich. Juhu, ich bin frei. Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Aber sie hat nicht einmal ein Puzzle. Das ist, ja, jetzt habe ich. Jetzt habe ich eigentlich. Das ist Kanarienkala. Ich hätte vielleicht einfach mal hingehen sollen und erstmal mich mit der unterhalten. Also die ist auf der Suche irgendwo nach, weiß ich gar nicht, na genau, die soll eigentlich gucken, welche Gänge von Giftgasen befallen sind und ja, damit man da keinen Menschen runterschicken muss, ja, schickt man halt einen Kanarienvogel. Ich weiß auch nicht, also so wirklich sieht die ja nicht aus wie so ein, was sehen wir da? Fragil. Ist hier sonst noch irgendwo in diesem Loch hier, in diesem stinkenden Haufen gibt es glaube ich nichts mehr. Sonst weiter. Ich weiß auch nicht, wie die dann einfach in diesem Käfig gelandet ist und noch weniger weiß ich, warum die davon überlebt hat. Aber gut, das ist halt erzählerische Freiheit. Aber sie ist noch nicht weit. Sie ist nämlich hier vorne. Und jetzt? Ja, willst du ein Rennen? Spring einfach auf die drei Linien. Jetzt habe ich das schon wieder weggemacht, was sie interagiert. Also die hat gesagt, ja, ihre Flügel sind noch ein bisschen fertig. Drei, was muss ich da eigentlich drücken? A? Nee. X. Achso, X muss ich drücken. Okay. Ist das so ein bisschen Button-Smashing. So, hier. Also, die, wie gesagt, ihre Flügel sind ein bisschen eingerostet und sie will jetzt quasi ja, ein Rennen, um langsam ihre Flügel wieder ja, in Form zu kommen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Zack, das geht noch alles relativ easy. Easy, easy, easy. Führt also quasi quer durch die Mine hier. Die ist uns noch ein bisschen auf den Fersen. Oh, jetzt sind wir noch ein höherig auf den Fersen. Na, da geben wir doch nochmal richtig Gas hier zum Ende hin. Oh! Ah, aber sollten wir dann trotzdem noch locker schaffen? Hallo, du sollst. Was ist denn mit der Taste los? Hallo! Das war enger als mir lieb war. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben dich besiegt. Na nun, dann könnt ihr dieses glitzernde Bling haben, das ich fand, bevor ich in den Käfig gesperrt wurde. Hier ist ein Puzzle. Weiß nicht mehr, was es ist. Es steckt tagelang unter meinem Flügel. Pfui, ich weiß nicht, ob wir es dann noch haben wollen.
aber wir sind leider nicht wählerisch, weil das war ein nettes Rennen. Und wie? Langsam fühlen sich meine Flügel besser an. Sollen wir den Weg zurückjagen? Hüpf auf die Draisine, wenn du glaubst, mich noch einmal schlagen zu können. Ja, das... Ja. Und ja. Das tun wir nochmal. Weil auch da gibt es einen Preis. Diesmal ist sie schon ein wenig fixer unterwegs. Das heißt, für uns diesmal richtig Gas geben und diesmal so altes Button Smashing, wie man das noch erkennt, ne? Aus den früheren, keine Ahnung, was verteilen. So, die Mario Party Spiele, ja, da wurde mal so richtig. Diesmal habe ich keine Facecam dabei, aber wenn ihr mich sehen könntet, da werdet ihr denken, ah, da werdet ihr irre. Klack, 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 klack. Button Smashing for the win. Ich glaube, man hört es auch vor allen Dingen. So, sollten wir so langsam einen ordentlichen Vorsprung hier haben. Ich weiß zwar nicht, wie die Draisine das mitmacht da, aber ja, wesentlich besser als im Hinweg. Und was gebe diesmal? Wir haben zweimal gewonnen, Carla. Vielleicht möchtest du dieses Stück Papier als Preis? Es steckte in meinem... Nein, ich will gar nicht wissen, wo es war. Ja, wo es war, könnt ihr euch ausrechnen? Jo. Die Kanarien-Carla findet jetzt, dass sie genug hier unten war und sich jetzt auf den Weg macht. Will durch die Wolken fliegen und, tja, wir haben sie noch nicht zum letzten Mal gesehen. Wir haben jetzt erstmal eine Cheeto-Seite mehr und ein Puzzle mehr. Und jetzt gucken wir mal gerade, was die Statistik denn hier so sagt. Also, wir haben jetzt alle Globos, alle Honigwaben, alle Cheeto-Seiten. Erst 3 von 5 Genius. Gut, den einen wissen wir, wo der ist, den müssen wir nur noch holen. Dann haben wir jetzt einen Move von Yamyas, müssen wir noch lernen. Und noch 5 Puzzleteile holen. So. So, na. Hallo. So. Nein, Main Entry 1 wollen wir nicht. Wir teleportieren uns erstmal. Weil wir wollen einfach mal hier in die Nähe vom Bahnhof, ja? Das war genau auf der anderen Seite von allem und jedem. Aber zum Bahnhof. So, was haben wir hier? Bist du blind? Schaffi steht genau vor dir. Ja, das ist korrekt. Was gibt hier? Hier gibt es erstmal Nüs. In Schaffis Waggon ist eine Menge Platz. Und ja, wie gesagt, Schaffi, also hier der Zug, der wird noch eine gewisse Rolle spielen, weil es gibt in... Chaffis Cover, Chaffi, Chaffi, Chaffi. Das ist die Zugwarte. Hahaha, bevor du irgendwo hinfährst, musst du an mir vorbei. Hä? Wer hat das gesagt? Das klang, als käme aus dem Heizkessel. Wie gesagt, Chaffi, der Zug wird noch eine Rolle spielen. Damit kann man durch die Welten reisen, aber erstmal müssen wir in Chaffis Heizkessel. Ja, vielleicht finden wir ein Puzzle. Nein, da gibt es Brichetto Blanco, einen hämischen Heiz... Was? Hämischer Heizkessel... Boss? Weiß ich. Hahaha, wagt es Brichetto Blancos Kessel zu betreten. Ich bin Banjo und das ist Kazooie. Wir möchten deinen Zug benutzen.
Ach wirklich, wenn das so ist, dann kämpft gegen mich. Es wird gesagt, du seist ein netter alter Wicht. Von wegen. Und ihr werdet gleich das Gewicht meiner Pranken auf euren Rüben spüren. Lustiger Typ. Der Trick besteht eigentlich hauptsächlich daran, dass man sich einfach hierhin... So, nee, das ist eigentlich mit Eis eingeht das Ganze sehr schnell. Ihr seht, wenn wir ihn treffen, dann ziehen wir ihm quasi Energie ab. Aber ich kriege auch ohne Umarme. Wir haben ein Zeitlimit, in dem wir ihn besiegen müssen. Und solange wir einfach nur hier auf den Dingern draufstehen, ist es auch nicht wirklich schwierig, ja. Also dann müssen wir, verbrennen wir uns auch nicht die Füße. Während wir ihn hingegen ordentlich ein bisschen kopflos agiert er jetzt. Ein bisschen, ja, kleiner machen. Und jetzt, ja, naja, vielleicht doch, dürfte doch meinen Zug benutzen. Fass doch bloß nichts an, ich habe gerade erst sauber gemacht. Nein, wir fassen nichts an und wir haben einen weiteren Erfolg freigeschaltet. Eine gute alte Seele. Na wunderbar. So gehört sich das. Genau, bedenkenlos hier auf den der warmen Lava oder weiß ich was auch immer rumlaufen. Und haben also jetzt die Möglichkeit mit Chaffee zu fahren. Hier können wir im Moment nichts weiter machen, den Zug lassen wir jetzt erstmal weiterhin da stehen. So, da war ja vorher die Honigwabe drin. So viel Jeha auf einmal, das geht doch nicht. Suche ich aber jetzt eigentlich. Ich weiß nicht, Main Entry 3 war glaube ich auch das falsche. Tunnel Trakt war doch das, was ich eigentlich wollte, denn. Ich muss nochmal überlegen, war er nicht hier. Also hier oben war zwar das, aber nee, das war es nicht. War aber hier unten war jetzt aber auch nicht Yamyas, oder doch? Oder doch, oder doch, oder doch? Nein. Da war nur das Puzzleteil. Das war das einzige. Wo ist denn jetzt der Yamyas mit seinem noch zweiten Move? Da bin ich da jetzt tatsächlich am Überlegen. Hier war der Typ auch nicht, ne? Nein, hier war nur die Trennplattform, ne? War hier oben noch was? Nein, hier waren nur Eier. Eier. So. Suche ich doch aber nochmal. Wo war denn jetzt nochmal die Stelle mit dem Genio?
Meine Entry Nummer 2. Da war der Jinjo. Zwei von 8 Gliedern. Hä? Ach, toll. War das doch an der Stelle. Witzig. Aber da wollte ich ja auch gar nicht mehr hin. Ne? Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mich auf die Suche machen nach... Ne, da war... Da war auch nichts mehr, ne? Nein. Hm. Ja, ich bin jetzt gerade echt am Grübeln und am Überlegen. Dass ich, mir fällt es nämlich jetzt nicht ein, weil wenn wir jetzt uns die Statistik noch mal kurz zur Minute führen, können wir festhalten. Also, die Genius, den einzigen, wissen wir ja, wo der ist. Der ist im Wasserdepot oben, da kommen wir erst noch nicht hin. Die Puzzleteile, uns fehlt noch das, was uns der gute Bill geben wird, dafür, dass wir seine Dilberta retten. Dann gibt es noch das, wofür wir die Sprungschuhe brauchen. Dann gibt es noch eins weiteres von Bill, das können wir dann nochmal machen. Und was war das andere? Ach ja, das vierte war unten im Keller. Aber wo zum Teufel steckt denn jetzt der gute Yamyas? Ich will ja nicht wieder hier eine komplette Suchaktion machen. Also. Wo treibt der Schuft sich rum? Und vor allen Dingen, welchen Move lernen wir denn dann von ihm? Das würde mich doch viel mehr interessieren. Nein, nein, ich weiß es für den Moment nicht. Da muss ich vielleicht nochmal selber gleich mal gucken, weil das wollt ihr auch nicht sehen, dass ich hier die ganze Zeit rumeier. Von daher, wir haben jetzt auch schon viel geschafft. Wir wissen, wie wir weiter vorgehen müssen, um die nächsten Puzzleteile zu bekommen. Und vielleicht werden wir es dann auch einfach so machen, dass wir beim nächsten Mal in einen Schritt zurückgehen, ja, damit wir dann auch vorwärts kommen, und zwar zum Maios-Tempel nochmal und da das fehlende Puzzleteil holen, dann Dilberta befreien und dann mit neuem Elan uns auf die Suche nach Yamyas hier machen. Von daher bin ich jetzt fürs Erste raus, ja. Macht es gut. Wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.